Sehr gut, ganz ehrlich. Also für Kinder hat natürlich was ganz Besonderes, also das, weil es einmalig ist, also in Deutschland. Und ja, eigentlich schade, dass ich nicht öfters gekommen bin. Ja, und da muss ich auch noch ein großes Lob. Der Papa hat es, glaube ich, geschrieben, oder? Ja, und das ist wirklich toll geworden. Also, wie Sie sagen, sehr viel Karl May. Man muss immer Kompromisse machen auf einer Bühne, man muss kürzen und so weiter. Aber es ist eindeutig Karl May. Ja, na gut, den kennt man am besten von allen. Also, wenn man an Winnetou denkt, denkt man immer an Winnetou 1. Wobei ich eigentlich sage, zum Lesen empfehle ich immer andere Bücher für Kinder. Aber es ist halt die Geschichte, wo, ja, wo die berühmte Freundschaft losgeht. Die Dramatik und alles ist eben was ganz Besonderes. Ihr könnt gemütlich weiterfuttern und da das nächste Video gucken. Hi, aber vorher hier abonnieren.